Ja, willkommen zum nächsten Modul, die Ergebnisse darstellen. Und in der Episode 1 wollen wir uns heute mit dem Thema Prüfungen vorbereiten beschäftigen. Das heißt, Darstellung von Lernprojektergebnissen im Sinne einer klassischen Prüfung. Es kann eine schriftliche oder eine mündliche Prüfung sein. Und in dieser Episode möchte ich Ihnen gerne ein paar Werkzeuge vorstellen, mit denen man sich auf Prüfungen vorbereiten kann. Dabei geht es hier in dem Fall insbesondere auf das Einüben und den Erwerb von Wissen, welches man wiedergeben kann. Prüfungen, naja, warum gibt es überhaupt Prüfungen? Das Hauptanliegen von Prüfungen sicherlich das Verständnis zu überprüfen, ob man den Inhalt der Veranstaltung verstanden hat und ob man das auch selbstständig wiedergeben kann. Die Vorbereitung auf eine Prüfung, die bedeutet ein ungewöhnlich hohes Grad an Fokussierung, welches hoffentlich ein sehr intensives Lernen hervorruft. Kritisch kann man natürlich auch sagen, dass insbesondere wenn wirklich nur ja, Wissensinhalte auswendig gelernt werden sollen, dass das dann zu so einer Art Bulimie-Lernen führt, wo sehr viel auswendig gelernt wird und das danach wieder sehr schnell vergessen wird. Das heißt, eigentlich ist eine Lernstrategie, die auf Verständnis geht, eigentlich die wünschenswerte, weil sie einfach längerfristig auch vorhält. Sie müssen für jede Prüfung immer analysieren, was wird von Ihnen verlangt. Und es gibt eigentlich in jeder Prüfung bestimmte Themen, wo man einfach ein paar Definitionen etc. auswendig können muss. Und dann gibt es wieder Themen, die man eher im Zusammenhang erklären muss. Wir beschäftigen jetzt hier mit dem Thema schriftliche und mündliche Prüfung. Was können Vorteile von Prüfungen sein? Vorteile von Prüfungen können sein im Vergleich zu Hausarbeiten, dass sie nicht vollkommen detaillierte Antworten benötigen. Sie müssen eigentlich auch keine Belege und Literaturverzeichnisse am Ende der Arbeit wiedergeben und die Prüfer verschmerzen mehr oder weniger handschriftliche Unsauberkeiten, kleinere grammatikalische oder orthografische Fehler und vergessene Details. Also zumindest verschmerzen sie das mehr als in Hausarbeiten. Dennoch sollte man es nicht übertreiben. Tja, Frau Kottmann sagt, dass im Vergleich zu kontinuierlicher Prüfung während des Semesters weniger Druck über das Jahr hinweg besteht. Dafür gibt es aber deutlich mehr Druck dann in den Prüfungsperioden. Insofern würde ich das tatsächlich nicht unbedingt teilen, sondern würde sagen, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man einfach während des Semesters seine Prüfungen und Prüfungsleistungen bringt, dann hat man nicht so viel am Ende. Wir beschäftigen uns jetzt tatsächlich mit Prüfungen, die am Ende stattfinden. Was bedeutet das? Wie kann man sowas gut vorbereiten? Das hat häufig was mit Wiederholung zu tun. Ja, Sie sollten auf alle Fälle Ihre Notizen anschauen und schauen, was ist wichtig und was ist eher nur allgemein von Interesse. Sie sollten Ihre Notizen auf wenige Schlüsselüberschriften, Wortgruppen und Quellen reduzieren. Das sind dann die Thementrigger, sage ich mal, die man nachher tatsächlich auswendig können muss, um dann wiederum dazu mehr schreiben zu können. Sie sollten dazu Übersichten erstellen mit Schlüsselinformationen für ein ganzes Thema, zum Beispiel in Form von einem Flussdiagramm. Und dann, um das Gelernte zu kontrollieren, sollten Sie auf alle Fälle immer wieder niederschreiben, sich gegebenenfalls selbst aufnehmen, das mehrere Male wiederholen, unterschiedliche Formen des Kontrollierens nutzen, also zum Beispiel einmal schriftlich aufschreiben, mal erzählen, mal als Grafik, als Abbildung darstellen. Ja, typischer Fall beim Wiederholen, also wenn man auf den letzten Drücker lernt, dann ist das immer schlecht. Was kann man dagegen tun? Klar, bereits mit der ersten Vorlesung Wiederholung beginnen. Das ist tatsächlich löblich, wenn man es so macht. Man sollte seine Skripte lesbar, attraktiv, visuell ansprechend gestalten, Zahlen und Fakten schon recht früh lernen, die wiederholen. Und genau, fangen mit Wiederholung bereits 4 Wochen vorher an.
Notizen immer und immer wieder lesen, das ist langweilig und vor allem irgendwann lesen Sie es gar nicht mehr richtig, sondern Sie sollten dessen tatsächlich die eben genannten kreativen, interaktiven Methoden zur Wiederholung nutzen, also selbst was aufschreiben, selbst was skizzieren. Und Sie sollten immer wieder versuchen, zu einem Thema was herauszufinden, also tiefergehende Lernstrategien nutzen und diese dazu nutzt zum Beispiel auch früher Prüfungsfragen mit Kommilitonen durchzudiskutieren. Und man sollte Fragen häufig schriftlich beantworten, also nicht nur um sich einfach zu überprüfen, weil wenn man es mündlich sagt, dann sagt man immer, ja, gut, so meinte ich das ja, sondern auch tatsächlich um ihre Handschrift zu beschleunigen, weil sie einfach in den Klausuren schnell schreiben müssen. Notizen sollten Sie auch nicht immer und immer wieder aufschreiben. Also prinzipiell, wenn man keine andere Strategie hat, dann sollte man zumindest das machen, weil das auf alle Fälle zur Einprägung dient. Ist besser aber, die Strategie nochmal zu wechseln. Und über die Zeit sollten Sie immer mehr verdichten und üben dann zu der Verdichtung das, was Sie auswendig gelernt haben, dann tatsächlich dann immer das jeweilige Unterprogramm, sage ich mal, darstellen zu können. Sie sollten auch auf keinen Fall Aufsätze schreiben und diese auswendig lernen. Das ist zum einen wahnsinnig zeitintensiv und auch sehr kontraproduktiv, glaube ich, müsste es heißen, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass dieselben Fragen drankommen. Also Sie müssen eher eine Flexibilität in Ihrer Argumentation entwickeln. Und nutzen Sie die Zeit besser fürs Reflektieren, eine Vielzahl an Fragen verwenden, also da lernen Sie einfach flexibel mit den Fragen umgehen und das sollten Sie natürlich vor allem auch mit Lernkommilitonen machen. Also das hatten wir ganz am Anfang gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eine Lerngruppe bildet. Ja, schwierig ist es immer, Ablenkung durch dringendere Dinge abzuwehren. Immer gibt es irgendwelche Sachen, die eigentlich viel dringender sind und gegebenenfalls auch, die man vielleicht lieber machen will. Dazu hilft es, einen Zeitplan anzufertigen, der Zeit für dringende Dinge auch mit enthält, aber der auch Zeit für das Lernen enthält. Sie sollten auf alle Fälle Fernsehen, TV und andere Ablenkungen, was Sie machen, vielleicht spielen Sie gerne Videospiele, Sie machen Sport etc. Das sollten Sie als Belohnung verwenden. Sie sollten tatsächlich sagen, ich mache jetzt eine Stunde das und dann darf ich das andere machen. Und eine gute Idee ist natürlich auch immer das Lernen mit anderen. Da kann man sich nicht nur Fragen stellen lassen und schauen, ob die eigenen Erklärungen verständlich sind, sondern das zwingt einen auch einfach, Zeit damit zu verbringen mit dem Lernen. Wenn Sie Probleme dabei haben, dass Sie sich nicht konzentrieren können, dann versuchen Sie die Ziele kleiner zu machen, dass Sie einfach sagen, okay, ich wiederhole einfach eine Vorlesung nur oder ich arbeite die Sachen etwas kleiner. Gut ist da natürlich auch die Idee, mit anderen gemeinsam zu lernen, das hilft. Und wenn Sie wirklich sehr große Konzentrationsprobleme haben, dann sollten Sie schauen, ob Sie genügend Pausen vielleicht auch einlegen. Vielleicht sind Sie auch einfach ab, dann sollten Sie vielleicht erstmal ein bisschen Sport machen und dann wieder anfangen zu lernen. Oder wenn Sie keinen Sport machen wollen, einfach mal ums Haus gehen und ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, dann gibt's natürlich immer so die Panikattacken, dass man sagt, oh Gott, das ist so viel, das schaffe ich nie. Also insofern, Sie sollten in Ihrer Arbeitsgruppe, so hart es auch klingt, aber andere Personen, die auch so panisch sind, ist für Sie Gift, wenn Sie selber schon panisch sind, arbeiten Sie eher mit positiv eingestellten Menschen, die sagen, hey, das schaffen wir und wir machen es so und so. Und Sie sollten sich auf alle Fälle einfach die Ziele kleiner setzen und nicht alles auf einmal machen. Ja, der Stoff ist langweilig. Das ist natürlich ganz schlimm, wenn der Stoff nicht so dargestellt worden ist vom Dozenten, von der Dozentin, dass die ganze Sache spannend ist. Was macht man damit? Gut, manchmal muss man einfach durch. Dann nutzt man eher kreative Methoden zum Lernen. Das heißt, man macht aus dem langweiligen Stoff ein interessantes Schaubild. Man überlegt sich Möglichkeiten zur Abwechslung beim Lernen, das heißt unterschiedliche Methoden, das Rezitieren, das jemand anderen erzählen, etwas als Abbildung darstellen etc.
Und wenn sie es einfach nur zu einfach finden, dann suchen sie sich Herausforderungen und nehmen sich schwierige Texte oder Aufgaben zu dem Thema. Da können sie tiefer eindringen in das Thema und können sicherlich die einfachen Aufgaben dann der Klausur ganz locker beantworten. Sie sagen, ich habe zu viele Verpflichtungen, ich habe einfach überhaupt keine Zeit zu lernen. Da kann man sagen, also dann muss man wirklich an die Zeitlücken ran, also im Bus oder bei Teepausen etc. Die Arbeit dazu in kleine Stücke aufteilen und Fragen mitnehmen dann und die skribbeln, das heißt, die Antworten in jeder freien Minute. Aber prinzipiell deutet das eigentlich eher auf ein schlechtes Zeitmanagement hin und müssen ja einfach gucken, was ist wirklich jetzt wichtig. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen in der vorherigen Episode. Ja, und dann ist ein typischer Fall auch zu früh mit den Wiederholungen aufzuhören. Sie müssen tatsächlich eigentlich bis zu der Klausur das Gelernte immer wieder überprüfen. Und eine Frage, die man sich selbst stellen kann, ist zum Beispiel, wie kann ich das Gelernte nutzen, um andere Fragen, die möglicherweise kommen, zu beantworten? Also eine Flexibilität dort immer wieder einbringen, dass die Themen besser verstehen, dass man lernt, in Anwendung zu bringen, in unterschiedlichen Kontexten, dass sie einfach flexibel genug sind für die Fragen, die da kommen und tatsächlich auch so zu lernen, dass sie das wirklich richtig, richtig gut können und dass dann das Niveau halten. Sie werden erleben, nach der Klausur verlieren sie dieses Niveau ganz, ganz schnell leider wieder, gerade bei so sehr auswendig gelernten Dingen. Das heißt aber auch, dass sie bis zur Klausur tatsächlich immer wiederholen müssen und sich gegenseitig abzufragen. Okay, die Quelle von heute und ansonsten schauen Sie auf die Links, die auf der Seite hier unten weiter dargestellt sind. Viel Spaß, wollte ich fast sagen, beim Auswendiglernen. Ich denke, dass auf alle Fälle die Karteikarten, wenn Sie Dinge auswendig lernen müssen, in der Lerngruppe ganz effizient sein können. Und auch für alle Leute, die Vokabeln trainieren wollen, zum Beispiel, ist das eine gute Möglichkeit. Zum Thema Sprachenlernen gibt es sicherlich noch ein paar andere Online-Plattformen. Die eine Sprache lernen, sind herzlich eingeladen, da auch nochmal spezielle Webseiten zum Thema Sprachenlernen zu verwenden.